Die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie liegt im Herzen Arnsbergs und das Gebäude hier ist halt erstmal sehr einladend. Man fühlt sich hier wohl. Als erstes fällt mir ein, wenn ich an die VWA denke, das Miteinander, weil man wirklich sich nicht vorkommt wie in einer großen Universität, wo man so ein bisschen verloren ist, wo man Anonymität in einer gewissen Weise erlebt. Also dieser volle Hörsaal, den man da im Uni hat, wo man da irgendwie bei 1000 Leuten versucht, sich einen Platz zu erkämpfen, das haben wir hier nicht. Also es ist nicht so eine angespannte Stimmung wie im normalen Studiengang. Sondern wo man wirklich das Gefühl hat, dass man gut aufgehoben ist und dass man da wirklich miteinander lernt. Das ist eher wie eine große, große Schulklasse. In der Ausbildung wurde uns angeboten, einen Betriebswirt zu machen. Den habe ich dann berufsbegleitend abgeschlossen und jetzt noch mal einen Studiengang zum Bachelor of Arts. Nach meinem Abitur wollte ich halt zuerst, und es war mir wichtig, eine Ausbildung starten. Mir wurde dann aber gesagt, sie haben die Möglichkeit, Praxis und Theorie direkt zu verbinden. Also ich habe in 3,5 Jahren eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann absolviert und den Bachelorgrad erreicht. Stellt aber auch hohe Anforderungen an die Studierenden, die also gerade das duale Studium machen, dann in 7 Semestern zum Bachelor gehen, inklusive einer Berufsausbildung. Also für die wird schon einiges abverlangt. Die Studenten spüren, dass das Leistungsprofil, was an sie angelegt wird, erhöht ist. Also wir haben sehr engagierte junge Menschen. Man hat Respekt, wenn man ein duales Studium anfängt, vor den Lerninhalten oder auch vor dem Lernstoff und vor allen Dingen der Menge. Aber man hat genug Freizeit, man kann sich das gut einteilen, man weiß, was wann auf einen zukommt. Also Freizeit bleibt. Ja, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir eben halt nach dem Bachelorstudiengang den Masterstudiengang hier den Leuten auch anbieten können. Und so konnte ich halt über die VWA quasi nahtlos in das Masterstudium einsteigen. Da kam es für mich halt nur in Frage, dies auch berufsbegleitend zu machen. Die Charakterbildung, die dort stattfindet, das Aufnehmen von Verantwortung, die Bereitschaft, Einsatz zu zeigen, Flexibilität zu zeigen, wird sehr stark geprägt. Das zeichnet sie aus. Zudem haben wir aber auf der anderen Seite auch das theoretische Wissen, was wir direkt anwenden können. Und ich denke, die Studenten von der normalen Universität haben zwar das theoretische Wissen, vielleicht auch etwas breiter, aber eben die praktische Erfahrung nicht. Wenn alle Klausuren geschrieben sind und auch die Bachelorarbeit bestanden ist, dann feiern wir natürlich noch unseren Bachelorball. Nach dem Rahmenprogramm haben wir unsere Hüte in die Luft geschmissen und dann steppte der Bär.